Also ein Lesereporter hat alle Gesetze und Normen einzuhalten, wie auch jede andere normale Person oder jeder Bürger. Er hat keine Sonderrechte, wie es vielleicht einem Reporter zukommt, auch einmal näher an einen Tatort heranzugehen. Und deshalb kann auch ein Lesereporter gegen Gesetze verstoßen, beispielsweise gegen die Straßenverkehrsordnung, wenn er stehen bleibt in Stellen, wo er es nicht dürfte. Er könnte auch gerichtliche Tatbestände erfüllen, zum Beispiel die Verhinderung einer Bekämpfung einer Gemeingefahr. Also es sind durchaus Dinge zu beachten, wenn man als Privatperson Bilder von Unfallorten oder Tatorten macht. Das hat die jeweilige Behörde oder das Gericht zu beurteilen. Das kann von der Polizei so nicht beantwortet werden. Wir würden aber in extremen Fällen natürlich eine entsprechende Anzeige erstatten. Also das Anfertigen von Lichtbildern oder Filmen während des Lenkens eines Fahrzeuges mit einem Mobiltelefon würde gegen das allgemein bekannte Handy-Nutzungsverbot am Steuer verstoßen und könnte mit bis zu 72 Euro gestraft werden. Das kommt natürlich darauf an, in welchem zeitlichen Faktor das Ganze abläuft. Wir wünschen uns in erster Linie, dass Zeugen von solchen Sachverhalten die zuständigen Einsatzkräfte verständigen, die Polizei, die Rettung oder die Feuerwehr, dann versuchen zu helfen und vielleicht erst dann beginnen zu filmen. Natürlich können wir Filmaufnahmen gerade von Straftaten bei der Polizei sehr gut für die weitere Ermittlung oder Fahndung verwenden. Das kann für die betreffende Person natürlich rechtliche Folgen haben, die negativ sind. Das Teilen von solchen Sachverhalten kann eine Verwaltungsübertretung, zum Beispiel nach dem Vorarlberger Jugendschutzgesetz, darstellen. Es können Persönlichkeitsrechte von betroffenen und abgebildeten Menschen verletzt werden. Und das Teilen solcher Inhalte kann von der Polizei nicht befürwortet werden. Wir wünschen uns, dass wir solche Video- und Beweisdokumente übermittelt bekommen, damit wir damit arbeiten können. Wir unterliegen anderen Rechtsgrundlagen für eine Veröffentlichung. Die sind aber sehr streng und werden im Einzelfall sehr stark geprüft, damit man schaut zwischen den Rechten der Betroffenen und dem Recht der Öffentlichkeit auf Information.